Halbfinale 3 zwischen München und Augsburg. Wieder zahlreiche Gästefans mitgereist nach München. Wir gehen rein in die Partie, in die 10. Minute. Augsburg gerade nach einem Powerplay, das nicht erfolgreich ist, mit diesem Pass in die Mitte auf Jamie Arneel. Und der erzielt seinen allerersten Scorerpunkt für die Panther im 5. Einsatz. Von hinten raus schnörkellos und zielgerichtet gespielt. Arneel stößt rein und lässt dann aus den Birken keine Chance. Sein erstes Tor für Augsburg zu einem perfekten Zeitpunkt. Bis dahin ein super Auftritt von Augsburg mal wieder in München. Der Hauptrundendritte, er spielt gut mit und erarbeitet sich vor allem immer wieder Kontermöglichkeiten. So auch in dieser Szene. Diesmal aus den Birken auf den Posten. Das Zuspiel ohnehin sehr schwer zu verwerten. Aber man hat schon den Eindruck, das Augsburger System, es funktioniert und jeder weiß wohin. Jeder kennt die Laufwege auch bei Kontern. Immer noch das erste Drittel, auch mal die Münchner mit dieser Chance. Maxi Kastner lässt sich viel Zeit und dann ist es wieder der Teufelskerl Olivier Rohr. Der Augsburger Keeper mal wieder mit einer Weltklasse-Leistung. Er sorgt dafür, dass seine Mannschaft nach den ersten 20 Minuten mit 1:0 führt. Der Mittelabschnitt. München zieht jetzt ein bisschen das Tempo an. In Überzahl der Schuss von Michi Wolf. Es macht Patsch. Der Pfosten rettet diesmal für Rohr. Wieder Münchner Überzahl, das nächste Powerplay. Die Scheibe kommt zu John Mitchell und der schmeißt die Scheibe einfach mal zum Tor und ins Tor. Auch da durch die Schoner von Rohr. So ein typisches, dreckiges Tor für den EHC Red Bull München. Nicht verwunderlich, dass es wieder John Mitchell ist. Nur er und Mark Vokes bisher Münchner Torschützen in dieser Halbphase. 1:1 vor dem dritten Drittel. Und da gibt es relativ früh diese Szene. München lässt die Scheibe gut laufen und hat dann Platz. Rohr hält aber auch diesen Schuss von Mitchell. 1:1 hat es auch in Spiel 1 in München nach 60 Minuten gestanden. Diesmal drückt München auf den Decider, aber auch der ehemalige Augsburger Trevor Parks scheitert bei dieser Doppelchance an Olivier Rohr. Allein in der regulären Spielzeit hat er weit über 50 Saves. Und es geht in die Overtime. In der ersten passiert nicht viel. Wir sind schon in der zweiten Verlängerung. Wieder dieser Schuss von Schack. Wolf mit der Rückhand aus der Drehung. Rohr aber einfach nicht zu bezwingen an diesem mal wieder verlängerten Nachmittag. Wieder die zweite Verlängerung. Augsburg im Vorwärtsgang und das ist Daniel Schmölz und diesmal rettet der Pfosten, genauer gesagt der Innenpfosten für München. Fast die Entscheidung für die Gäste, die diesmal mit zunehmender Dauer nicht einbrechen, sondern stärker werden und das Spiel dann entscheiden. In der 104. Minute, sechstlängstes Spiel der DEL-Geschichte, Brady Lamp, der Siegtorschütze. Ekstatischer Jubel im ersten Versuch, bleibt er noch hängen, Lamp, und dann schlägt es ein. Augsburg gewinnt dieses zweite Spiel nach Verlängerung und der Siegtorschütze im Interview. As far as I know it is, I got a great pass from Arneel off the half wall there. First one got blocked, unfortunately. Managed to find it again and put it on net. I think it just hit one of their guys and found the back of the net there. Wir haben verloren am Schluss. Wir können uns eigentlich heute nur immer wieder ankreiden, dass wir am Schluss einfach unsere Chancen nicht machen. Und demnach ist es immer ein offenes Spiel und irgendwann rutscht einer rein, so wie jetzt. Eine ungemein enge Serie zwischen dem Hauptrunden-Zweiten und dem Hauptrunden-Dritten. Augsburg entführt Spiel 3 und damit den Heimvorteil aus München, führt jetzt in der Serie mit 2:1.